Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda A Link to the Past. Hier können wir eigentlich nichts mehr machen, ne? Nee, hier können wir nichts mehr machen, genau. Wir müssen jetzt los. Und zwar machen wir das hier. Ja, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir können, glaube ich, ja, wir können uns noch ein Herzteil holen, genau, wir können uns noch ein Herzteil holen. Und zwar hier. Mit dem spreche ich jetzt einfach mal nicht. Ist irrelevant. Nicht interessant. Nicht vonnöten. Was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir mit der sprechen. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los! Okay. So, das kriegen wir doch easy hin. Denn hier ist so eine schöne Abkürzung. Hi, bei dem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 10 Sekunden. Nice. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert, dein Preis. Ein Herzteil. Nice. Schon 3 von 4 Herzteilen. Das ist super. Und wir müssen jetzt gleich halt los. In die Wüste. Ich kann euch mal kurz die Karte zeigen. Ja, Karte zeigen und zwar dort. Rechts in der Wüste ist das X markiert. Nicht in der Wüste. Ja, da oben bei dem... Ich weiß gar nicht, was ist das? Irgend so ein Tal. Und hier ist ein Spielerhaus. Aber man kann hier, glaube ich, nichts wirklich gewinnen. Für 20 Rubine können wir eine Truhe öffnen. Wir nehmen mal die hier. 50 Rubine gewonnen. Cool. Das war Glück. Ja, da kann man nichts wirklich gewinnen, außer seine Rubine halt... Ja... zu vermehrfachen. Und ja, ansonsten ist das eigentlich eher irrelevant, das zu machen. Aber gut, hier ist ein schöner Junge, der super cool Flöte spielen kann. Und sich okay. Ja. Gut, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass Link pinke Haare hat. Es ist mir vorher nie wirklich aufgefallen. Vielleicht liegt es doch daran, dass es die SNES-Version ist und ich habe immer nur die GBA-Version gespielt. Obwohl, nein, habe ich gar nicht. Ich habe auch die SNES-Version gespielt. Ha. So, da oben können wir auch noch nichts machen. Da unten müssen wir auch noch nicht runter. Nee. Wir können hier an sich noch nicht wirklich was machen. Wir müssen sogar hier lang gehen. Dim, dim. Dim, dim, dim. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Geh weg. Nein. Nice. Okay, gut. Da links kommt man auch nichts machen. Hier rechts ist, glaube ich, auch nichts wirklich. Da drin ist eine Fee in dieser Höhle. Und hier unten war, glaube ich, soweit ich weiß, auch nichts, was wir machen konnten. Oder? Nee, 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 ist nichts. Wir können ja noch nicht schwimmen. Genau, das hier ist ein Spiel, wo man die Flossen braucht, um schwimmen zu können. Eins von den Zelda-Teilen. Späteren ist es ja so, dass du sowieso schwimmen kannst. Allgemein einfach immer. Aber hier ist das noch nicht so. Wir müssen jetzt erstmal zu Zahazrala. Huhahi. Okay, in diesem Haus ist er. Dann reden wir mal mit ihm. Hey. Richtig, ich bin Zahazrala, der Dorfälteste und ein Nachkomme der 7 Weisen. Ist das wirklich wahr? So. Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jeder Held, der das Schwert führen kann, der 3 mächtigen Dämonen... Der 3 mächtige Dämonen besiegt und die 3 Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Ja. Ich bin bereit dazu. Gut, dann versuche, das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Jetzt geh zum Palast. Mach ich, nachdem ich das hier aufgesprengt habe. Yeah.
Und 50 Rubine. 3 Bomben. Schön, und 50 Rubine. Rubine kriegen wir ja echt viele, Alter. Aber wir brauchen die ganzen Rubine auch. Ich glaube, wir brauchen... Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, noch einmal mega viele Rubine bezahlen. Ne, zweimal sogar, glaube ich. War es zweimal? Ich glaube, es war zweimal. Na, da kommen wir nicht lang. Wir müssen hier lang gehen, genau. Den Schaden habe ich kassiert. Nice. War natürlich geplant. Okay. Gut, dass sie die Treppen nicht hochhüpfen können. Das ist ziemlich gut. Ah, volle Herzen wieder. Und hier oben ist der Palast, Leute. Seid ihr bereit für den ersten Dungeon? Für den ersten Palast? Wir müssen ja, wir können nur in der Mitte lang. Denn ja, links und rechts, genau, sind Sackgassen. Zack. Zack und zack. Nice. Schon 320 Rubine, Alter. Ich bin begeistert. Genau, hier. Oh. Hoi. Oh, gut. Das war close. So, können wir erstmal hier lang gehen, denn dort, ja, haben wir schon eine Truhe, glaube ich, gesehen. War das eine Truhe? Ja, das war eine Truhe. Und wir kriegen halt wieder ein paar Rubine. Nicht viele. Aber, naja. Okay, doch, viele Rubine. Lol. 100 Rubine, Alter. Vater. Oh Gott. Riesenkugel. Oh Gott. Na. Oh, das war close. Okay. Aber easy. Einfach easy, Leute. Es war einfach. Okay, es war easy. Gut, gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Da seht ihr die große Truhe, wo das Item drin ist. Und in dem Spiel ist es besonders, denn... Ist das nur in dem Zelda so? Ich weiß nicht, ob das nur in dem Zelda so ist. Aber hier muss man, um die große Truhe zu öffnen, braucht man den Schlüssel. Den Boss-Key, also den Master-Key halt. Ich glaube, das ist nur in diesem Zelda hier so. Komm, jetzt... Ja, ich... Yeah. Dein Ernst? Okay. Ja, und die Items sind halt immer nur in der Master Key Truhe. Nur da bekommen wir die Items her. Okay, wir haben die Karte. Das ist schon mal ganz okay. Kommen wir hier noch irgendwo weiter? Nee, ne? Nee, okay. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Da ist noch ein Weg nach unten. Da sind nur die beiden Geschosse. Okay, cool. Moment, wo sind wir jetzt hier? Ach, genau, okay. Ja gut, dann kommen wir da noch einen Weg nach unten. Ja, genau. Okay, ja, ich hab's wieder. Ich weiß wieder, wo wir lang müssen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub's. So, nice, okay. So, hier war keine Truhe, kein Weg, ne, außer der da, genau. Kein zweiter Weg. Einmal das Herz nehmen. Auge juckt. So. Und hier müssen wir jetzt... Aua! Dein Ernst? Dein Ernst? Warum hat der mich getroffen? Pfeile! Yeah! Nice. Und Energie. Also Mana, oder was auch immer das ist. Ich glaube, es ist Mana. Ich glaube, es ist Mana. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist Mana. Okay, da ist der Kompass drin, glaube ich. Ich glaube, dass da... Ja, Kompass. Okay, nice. Kompass gefunden. Okay, schöne Sache. Aber wie es bei mir so bekannt ist, werde ich die... Mit dem Stein kann man mit Sahasrara reden und der hilft einem dann in den verschiedenen Dungeons oder an den Orten, wo wir halt mit so einem Dings reden. Kann man die nicht... Kann man doch. Genau, die kann man mit Krügen töten. Genau, stimmt. Das stimmt. Stimmt, stimmt. Geh weg. Nice. Einmal Herz. Pfeile. Mein Wecker klingelt. Scheiße. Okay. Aber es bringt uns jetzt nichts. Wir könnten uns... Wir haben zwei Flaschen, ne? Genau. Da ich ja nicht sterben will, können wir uns jetzt erstmal ein paar Feen holen. Denn, sehr auffällig, man kann hier reinspringen. Und dann kommt man zu Feen. Ja, in einer Flasche aufbewahren und in einer Flasche aufbewahren.
Sonst sind wir da damit schon mal auf der sicheren Seite. Nein, ne. So. Gut. Gut. Und jetzt kommen wir hier unten lang, ne? Genau. Schöne Sache. Okay. Das besiegen, auf den Schalter und in die Tür. So, und hier ist jetzt irgendwo ein Schlüssel, war das? Ich glaube, der war hier oben rechts. Genau. Nochmal alle besiegen. Vielleicht droppen die noch irgendwas Cooles. Nein, das aussieht nicht. Vielleicht ist noch ein bisschen mehr Geld unter oder so. Nein. Okay, nein. Gut, den Schlüssel brauchen wir jetzt, um... Robine, hier reinzukommen. Jo Leute, kurze Vorwarnung, der Part wird ab hier wieder asynchron ein wenig. Ich habe ein bisschen versucht, das zu retten, aber es wurde... Ja, es hat nicht funktioniert, es zu retten. Dafür wird es ab Sahasrala wieder... Ja... Synchron und ich guck mal, ob ich den Fehler irgendwie beheben kann, weil langsam geht es mir echt auf den Piss, dass dieser Fehler ständig auftritt. Naja, trotzdem viel Spaß. Und hier finden wir... Okay, erstmal den Weg, okay. Aber ich rede eigentlich von... hier. Genau. So, und unter dem Krug ist ein Schalter, aber wir kommen noch nicht ran, wegen diesen komischen Kackviechern hier. Aber wir müssen das besiegen. Ja, komm her. Komm jetzt. Ja. Ja. Arsch. Und wir müssen halt alle Gegner besiegen. Das heißt, den hier oben auch noch. Zack. Genau, und jetzt schwirren sie hier so rum. Wir können auf den Schalter gehen und uns die Truhe schnappen mit dem großen Schlüssel. Und anders würden wir hier auch nicht rauskommen. Ohne diesen Schlüssel zu bekommen, außer wir würden wieder zurückgehen. Oh Gott. Denn ja, für diese Tür hier brauchen wir gerade den großen Schlüssel. Sonst wären wir hier nicht durchgekommen. Gut, jetzt können wir uns noch schnell die große Truhe holen und uns unsere Items schnecken. Seid ihr bereit, Leute? Ha, zack! Der Bogen! Wir haben den Bogen gefunden. Wir haben auch sogar schon schön viele Pfeile geholt. 30 Pfeile. Zack. Was? Oh, lol. Nein! Aua! Aua, 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 aua. Geht weg! Aua! Das war ein bisschen doof. Und zack. Hier und das sind doch Herzen, genau. Okay. So, kein Herz. Oh, ich will ein Herz. Ich will noch ein Herz. Komm schon, gib mir ein Herz. Oh Gott. Ja, okay. Ja, wir lassen das. Wir gehen lieber einfach nur hier rein. So, Boss-Key eingesetzt, aber wir sind noch nicht am Boss angelangt. So, erstmal den hier wecken. Zack. Jetzt den hier wecken. Zack. Schlüssel. Oh, der Drop Schlüssel? Das wusste ich gar nicht. So, wir machen die Lampen jetzt nicht an. Wir gehen erstmal hier rechts lang, denn hier finden wir doch mal ganz viel Geld. Oh, schön. Ganz viele Rubine. Einfach mal so aus Spaß so diesen Raum reingebracht in das Spiel. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Man bekommt den einfach. Also, mehr ist da nicht. Man bekommt einfach ganz viel Geld. Warum auch immer. Ich find's ganz cool. Aber, ja. So, dann ist hier unter ein Schalter, genau. Wie viel ich von dem Spiel noch behalten habe, das wundert mich so ein bisschen. So, dann ist das so, dass wir hier jetzt drei Schalter haben. Aber nur der untere hier bewirkt was, denn die anderen sind Fake-Druckplatten. Und, ja genau, hier war das der. Oh Gott! Geschafft. Wir haben es überlebt, oh Gott. So, den roten hier. Den roten von diesen Viechern können wir nicht mehr mit Krügen kaputt bashen. Den müssen wir jetzt mit Pfeilen besiegen. Zwar mit zwei Pfeilen. So, und jetzt sind wir auch gleich beim Boss angekommen. Vorher schnecken wir uns hier nochmal alles. Ah, ich mach das gleich, nachdem ich die beiden hier besiegt habe.
Okay. Komm. Öffne deine Augen. Batz. So. Herzen, Pfeile, Pfeile. Noch mehr Pfeile. Und noch mehr Pfeile. Okay, wir können zwar nur 30 tragen, aber gut. Wir sind beim Boss. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Irgendwelche komischen Ritter, die rumhüpfen. Oh Gott. Zack. Zack. Man kann sie natürlich auch mit dem Schwert angreifen. Aber dann braucht man mehr Hits, um die zu besiegen. Wir machen das jetzt so weit es geht. Soweit wir Pfeile haben. Mit den Pfeilen. Zack. Zack. Nein. Zack. Nein. Zack. Zack. Ja, und der wird jetzt sehr aggressiv. Und springt umher. Ja, aber wir haben es geschafft, Leute. Bekommen unseren ersten, zweiten Herzcontainer mittlerweile und das Amulett. Und ich muss sagen, ich habe früher immer gedacht, das ist eine Ananas. Ich weiß nicht warum. Ich dachte immer, das ist eine Ananas. Ich habe die Texte damals als kleines Kind ja nicht durchgelesen. Ich meine, wer hat das schon? Und ich habe halt einfach immer gedacht, das ist eine Ananas. Aber naja, du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrala. Jetzt fehlen nur noch zwei Amulette. Tschung. Ja, Mann. Schöne Sache, wir haben unser erstes Amulett von 3 Stück, bevor wir an das Masterschwert kommen. Und erstmal geschwind zu Sahasrala. Und ihm zeigen, dass wir super toll sind. Yay. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachten auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die 7 Weisen Zeit zu gewinnen. Damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Doki, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Bitte, nimm noch dies mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Yeah! Stiefel. Pegasus Boots. Nun rennst du mega schnell. Yeah. Jetzt haben wir die Pegasus Boots. Oh, endlich. Endlich haben wir die. Wow. Dann rennen wir schnell Treppen hoch, du. Ich bin ja begeistert. Ey. Ey. Ja, und ihr hattet ja die Wand, die ich aufgesprengt habe bei Sahasrala. Habt ihr gesehen. Und das war eine Wand, die sah etwas anders aus als die anderen Wände, die ich bisher aufgesprengt habe. Das heißt nämlich, dass wir die auch auf rennen können. Ich kann das bei euch bei einer anderen Wand nochmal zeigen, wenn ich nochmal eine finden werde. Ich weiß nur nicht, ob ich noch eine finden werde. Was ist hier drin? Eine Feenquelle. Na, brauchen wir eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, können wir das schon machen? Ich weiß es nicht. Ne, dafür brauchen wir die Handschuhe. Ja, okay. Dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und gehen ab zum zweiten Dungeon. Ups. Aber bevor wir das machen, bevor wir zum zweiten Dungeon gehen, müssen wir uns noch etwas holen. Und zwar machen wir das auch sofort, ja. Das machen wir auch. Oh Gott. Nee, ich will nicht. Genau, wir müssen nämlich, um in den zweiten Dungeon zu kommen, brauchen wir ein bestimmtes Item. Und dieses Item finden wir in der Bibliothek von Hyrule. Und um, ja, an dieses Item ranzukommen, brauchen wir die Pegasus Boots. LOL! Dieser Sound ist mir nie zuvor aufgefallen. Was? Heftig. Hier ist die Bibliothek, Leute. Und hier finden wir ein Buch. Wie ihr seht. Und wir kommen da aber nicht ran.
Aber wir haben ja Pegasus-Boots. Patz! So kommen wir an das Buch. Zack! Du hast das Buch Mudora! Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Genau, und das brauchen wir jetzt auch, damit wir überhaupt in den zweiten Dungeon kommen. Aber das werdet ihr im nächsten Part erfahren, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!